Ja, hallo, ich grüße euch. Steven hat gesagt, dass er mit euch klar gemacht hat, dass wir uns duzen. Das freut mich sehr. Ich finde das unter Kollegen sehr gut. Hilft mir bei der Kommunikation, weil wenn ich beginne mit Sie, dann nach ein paar Minuten falle ich zurück ins Du und eine Quälerei. Darum finde ich es gut. Also, meine Lieben, ich mache Infografiken seit langer Zeit und ich freue mich, dass ich ein bisschen über das, was mich bewegt, in der Kommunikation mit euch reden kann. Ich heiße Reimar Heber, bin selbstständig, war über 30 Jahre lang Artdirektor bei der dpa, das ist die Nachrichtenagentur. Ist mir sehr entgegengekommen, dass ich für einen Arbeitgeber arbeiten musste oder sollte, der weder links noch rechts noch oben noch unten, sondern er ist der Objektivität verpflichtet. Also die dpa ist der Objektivität verpflichtet. Und das macht das Arbeiten sehr schön, weil du nicht dann zerbogen wirst in irgendeine Richtung, die, na, ihr wisst schon, was ich meine. Gut, also es hat mir sehr gut gefallen. Seit einem Jahr bin ich selbstständig und mache unter anderem, breche ich eine Lanze für die Infografik, wie ich jetzt hier mache. Ich beginne mit einer Folie. Mit einer Folie, die mich da zeigen soll. Das soll so eine Art Autoporträt sein, also ein Mann, nicht mehr ganz so jung, aber sehr zuversichtlich. Mit seinem Hauptwerkzeug in der Hand, der Stift, weil ich eigentlich nur mit dem Stift so richtig kommunizieren kann. Weil mit Worten weiß ich sehr wohl, dass da noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Ich suche oft nach Wörtern, dann finde ich es nicht, dann ärgere ich mich, dann wird es immer schlimmer. Aber mit dem Stift, das kann ich ganz gut. Und dieses Bild, das so selbstbewusst dasteht und so ein bisschen nach Ego ausschaut, das ist nicht ganz, es ist schon richtig, aber nicht ganz richtig, weil eigentlich das nächste Bild zeigt eigentlich meinen eigentlichen Job. Und zwar bin ich ein Möbelpacker, ein Transporteur von Umzugskisten. Wie ein Umzugsunternehmer muss ich gucken, dass das, was mir anvertraut wurde, die Information, ihr seht rot, groß, die Information zu transportieren, das ist mein Job. Nicht mich herauszustellen, nicht zu sagen, ich habe eine tolle Infografik, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand sagt, ich habe eine tolle Infografik gesehen, war toll, und worum ging es? Es ging, jetzt weiß ich nicht mehr, worum es ging, aber die war toll gemacht. Ja, das ist eine sehr schlechte Infografik. Man soll nicht darüber reden, wie toll sie gemacht ist, sondern was man verstanden hat. Und dieses Bemühen von mir, die Information unzerbrochen, also wenn ich hier eine teure chinesische alte Vase wäre, dann wäre es ja auch im Interesse des Kunden, dass sie ganz ankommt, in einem, nicht in mehreren Stücken. Nicht? Also das ist so das Bild des Infografikers, was sein Job ist eigentlich. Und das ist wichtig, dass ihr euch dieses Bild merkt. Ich habe euch Beispiele gebracht, meine Lieben, aus meinem Atelier, also aus meinem Schaffen quasi, und habe mir mit Hilfe von Steven bei der Auswahl haben wir so, dass wir mehrere Beispiele bringen, die sehr unterschiedlich sind und wo ich praktisch euch einen absolut ungefilterten Blick in mein Atelier, in mein Schaffen erlaube. Oder ich mache die Türe auf, kommt in mein Atelier rein und seht dann genau, wie es gelaufen ist. Und der erste ist Hermes. Hermes kennt ihr, blaue Autos oder mit blauem Schiff, Pakete hin und her. Und Hermes arbeitet mit Subunternehmern. Und diese Subunternehmer, die werden einmal pro Jahr kommen die in ein Audit, also damit sie sehen, ob sie noch fit sind und die Unternehmenswerte und was weiß ich, was alles abgefragt wird. Und dieses Audit ist dann in mehreren Schritten. Und dann Schritt, 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 Schritt und am Ende kriegt er seinen Stempel, du darfst noch ein Jahr bei Hermes sein oder du musst zurück und musst die Schulung neu machen. Das war der Input, den ich bekommen habe
telefonisch übrigens, vom Auftraggeber und wie immer oder wie fast immer, sollte schnell gehen. So, und das ist dann, dann beginne ich aufzudrehen, weißt du, wenn ich sowas bekomme. Ein komplexes Thema und soll schnell gehen. Kannst du das? Ja, ich kann das. Und jetzt bitte ich dich, Steven, mach mal die nächste Folie. Das war, ich werde euch mehrere Entwürfe zeigen, weil die erste Phase ist für mich immer die schönste. Dann schieße ich so wie mit einem Schrotz, mit Schrotz. Also ich versuche alles. Ich versuche, den Kunden nicht zu überzeugen von meinem Lieblingsentwurf, sondern ihm mehrere, so wie ein Salatbuffet. Also du nimmst jetzt selber, was du willst. Und das wäre Entwurf A. Das heißt, ich komme, ihr seht noch gar keine Schrift, noch gar keine Texte, alles noch ein bisschen so. Und jetzt Schritt 1, 2, 3, 4, 5. Bei 5 ist dann das Audit und dann fällst du zurück auf 0, wenn du nicht gut warst. Oder du kommst auf 6 und dort hast du die Genehmigung für das nächste Jahr. Das ist A. Bei B habe ich mich inspirieren lassen von Paketen, also Hermes macht Pakete und das sollten so Pakete sein übereinander und die verschiedenen Schritte und am Ende oben, also als Krönung quasi so ein Edelstein, also du bekommst die Akkreditierung als Krönung dieses Weges. Kommen wir zu C. C habe ich mir gedacht, das könnte zyklisch sein, nicht so zyklisch, weil das jedes Jahr passiert. Die verschiedenen, ihr seht auch einen Ordner, das werden Papiere geprüft und Zulassungen und was. Und dann kommt der Zweig, entweder falle ich zurück oder ich bekomme den blauen oder den Daumen hoch auf dem blauen Hintergrund. Und jetzt D. D ist eigentlich so wie A. Also auch so Treppen, aber es ist mehr wie eine Straße, weil Hermes geht ja nicht mit der Leiter irgendwo, sondern fährt auf der Straße. Und jetzt habe ich dem Kunden A, B, C und D zur Verfügung gestellt. Und jetzt, meine Lieben, denkt euch mal, also mehr wusste ich nicht, als ich euch gesagt habe. Also Hermes zertifiziert mit verschiedenen Treppen und am Ende gibt es das Audit und du kannst bestehen oder nicht. Wenn du nicht bestehst, kommst du zurück, wenn ja. Und jetzt versetzt euch in die Position des Kunden. Ihr seid Hermes, ihr bekommt hier 4 Entwürfe. Welcher spiegelt die Geschichte am besten? Genau, das war mein Stichwort. Ich habe gerade eine Umfrage live geschalten. Ja. Genau, wenn ihr oben rechts auf dem Bereich Sessions seid, dann seht ihr Chat, Polls, People. Und wenn ihr dort in den Bereich Polls klickt, dann seht ihr jetzt hier eine Umfrage, die live geschalten wurde. Hier könnt ihr einmal abstimmen. Und da seht ihr auch gleich die Ergebnisse, wie die anderen TeilnehmerInnen abstimmen. Genau. Auch etwas Wichtiges für euch zu wissen, also oder für den Dienstleister, ist wichtig, dass diese Entwürfe eindeutig benannt sind, A, B, C, D. Dass man nicht, ja, der mit der Leiter oder der mit dem, das war doch etwas mit, nein, A, B, C, D. Okay. Bin ich gespannt, sehr gespannt. Ja, tatsächlich, wir haben so 2 Favoriten, die gleich auf sind, mit C und D. Dann gefolgt von B und A hat ein paar Stimmen bekommen, aber ist eher abgeschlagen. Also C und D. Genau, C und D. Ja. Willst du das Rätsel lösen? Gerne. Nicht? Also es ist C geworden und das ist dann die Reihenzeichnung. Nicht? Also der ganze Job war in 2 Tagen fertig, sollte ja schnell gehen. Unter 2 Tagen ist es unrealistisch sowas. Weil, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Sache ist ja die, ich muss ja die Sache jetzt verstehen. Und das ist ja das Tolle an meinem Job, dass ich jeden Tag praktisch was Neues lerne, weil der Kunde kommt, erklärt mir was, das muss hier mal rein, dann wird es dort
Irgendwas passiert das und erst dann kann ich was zeichnen. Ich kann nicht etwas beginnen zu zeichnen, wo ich keine Ahnung habe, nicht? Also ich muss verstehen. Und das ist in diesem Fall sehr gut gelungen. Hermes war zufrieden. Und wir können, ich danke für die Abstimmung. Ich denke, es hätte auch mit den Paketen funktionieren können. Hat mir ein bisschen leid getan. Ich war da die Schuld. Denke ich, ich habe es vergeigt, weil ich es zu bunt gemacht habe. Verstehst du? Das heißt, wenn die paketiger gewesen wären, also braun mit Klebstreifen und so, glaube ich, dass ich eine Chance gehabt hätte. Aber so hat er gesagt: Nee, also das ist Kindergartenquatsch, wir sind ein seriöses Unternehmen. Und so kann man sich selber ins Knie schießen. Ja. Aber ich akzeptiere immer den Entwurf der vom Kunden favorisiert wird. Manchmal kommt auch so eine Frage: Ja, aber welcher ist Ihr Favorit? Kommt die Frage zurück. Ich habe keinen. Ich habe alle vier, die ich Ihnen geschickt habe, stehe ich hundertprozentig dahinter. Ich habe nichts gemacht, nur so, damit es auf vier kommt, weil ich habe ja gar keine Verpflichtung, auf vier zu kommen. Sondern alle, die ich Ihnen geschickt habe, stehe ich hundertprozentig dahinter und ich bin überzeugt, ich kann aus jedem dieser Entwürfe eine sehr gute Grafik machen. Verstehst du? Also ich lasse mich da nicht ein auf sowas. Ja, der ist nicht so gut. Ja, dann warum hast du ihn geschickt, wenn er nicht so gut ist? Verstehst du? Also, na, gut. Also, das war ein kurzer, schmerzloser Auftrag, der gut gegangen ist. Wir kommen aber jetzt zum nächsten. Könnte ich davor vielleicht noch eine Frage stellen? Entschuldigung, ja. Und zwar, ich habe mich gerade gefragt, wenn ich jetzt für mich entscheide, ja, ich habe hier ein Thema und da möchte ich eine Infografik zu erstellen. Hast du da eine Empfehlung, mit wie vielen Entwürfen du sozusagen arbeiten solltest? Sagst du, wenn du einen Entwurf hast und du bist damit glücklich, dann go for it, dann ist es das Ding für euch? Oder sagst du, es macht schon Sinn, sich tatsächlich zwei, drei, vier Entwürfe anzufertigen? Oh, Steven, eine sehr komplexe Frage. Sehr komplex, weil da die Antwort beinhaltet sehr viel. Erstens mal denke ich, dass das Leben eines Kreativen, so wie ich mich empfinde, von Kreativität geprägt werden soll. Das heißt, wenn du sagst, du hast einen langen Weg von Auftragserteilung bis ans Ende, dann würde ich den kreativen Teil lange wie möglich halten, also viele Entwürfe machen, weil das macht Spaß, das macht schön, das erweitert auch das Gehirn des Auftraggebers, weißt du? Vielleicht der Auftraggeber hat sich etwas Statisches in drei Treppen gedacht oder vier und auf einmal sieht er, oh, was Zyklisches oder Pakete. Das ist der, also wenn ich Auftraggeber wäre, dann würde ich meinen Dienstleister schon bitten, mehrere Entwürfe zu machen. Es gibt auch Dienstleister, die ganz eindeutig auch Entwürfe machen, damit sie auf die Zahl kommen von drei Entwürfen oder so. Das ist traurig dann. Dann sieht man, einer ist gedacht und die anderen sind so hingerotzt. Mache ich nie. Also mehrere Entwürfe sind immer gut. Und das ist ja auch für euch alle, für alle Teilnehmer. Ihr seid ja, einige arbeiten mit Bildern, einige mit Texten, einige mit Grafiken, einige mit Filmen. Meine lieben Kollegen, Kolleginnen, immer wenn ihr eine Idee, eine Visualisierungsidee da ist, auch wenn sie es nicht schafft, realisiert zu werden, ist die nicht verloren. Die kommt in euren Speicher, hier in euren visuellen Speicher. Das heißt, diese anderen Ideen sind ja nicht verloren. Und freut euch darüber, wenn man euch mehrere Entwürfe schickt. Ist ja mit die Frage beantwortet, weil es gibt nicht drei oder sechs Entwürfe. In diesem Fall waren es vier, von denen ich dachte, dass ich sie von allen Seiten irgendwie beleuchtet habe. Und ich hoffe, dass die Kollegen auch damit mit ihrer Antwort umgehen. Genau, ich denke schon. Es gab tatsächlich noch zwei zusätzliche Fragen. Und zwar einmal, jetzt geht es, glaube ich, eher um die fertigen Grafiken. Hast du da ein bestimmtes Tool, eine bestimmte App, mit der du diese Grafik erstellst? Ja, ich arbeite fast ausschließlich in Illustrator. Das ist ein Vektorenprogramm und ich empfehle euch auch
keine Infografik zu akzeptieren von einem Dienstleister, die nicht offen ist. Also kein JPEG oder ein, sowas. Also TIFF. Nein, nein, ihr müsst noch die, es ist ja euer Eigentum, ihr müsst ja noch die Möglichkeit haben, im nächsten Jahr was zu ändern. Und das wäre ja doch dann fatal, sich dem Dienstleister auszuliefern, dass er das neu. Also fordert eine, am Ende eine offene Datei an. Das ist wichtig. Warum? Erstmal, weil ich vielleicht aktualisieren möchte oder irgendeinen Fehler beheben möchte. Und noch wichtiger, die Portale. Telekom kennt ihr doch mit dem Magenta und 1 und 1 mit dem Blau und so weiter. Die gucken oft, dass die Grafiken in ihrer Farbe sind. Das heißt, wenn du als Pressestelle eine Grafik hinausschickst, die ein JPEG ist und die ist blau, dann wird Telekom sie sicher nicht nehmen. Sicher. Er wird versuchen, sie umzufärben, dann sieht er, es ist ein JPEG, das kann ich nicht umfärben. Weg damit. Versteht? Also ich weiß, das Herz des CI-Beauftragten, der Corporate Identity, das wird bluten, weil da habe ich ja meine Farbe und der hat meine Farbe umgewandelt in Gelb. Ja. Ja. Ist so. Ist es besser so, als wenn er sie in den Mülleimer geworfen hätte? Also, ja. Okay. Und noch eine Frage. Mal schauen, ob du sie so pauschal beantworten kannst. Hier kam nochmal die Frage auf, wie teuer oder was für Kosten man mit so einer fertigen Grafik in etwa rechnen muss. Also so eine wie diese mit diesem Aufwand, an ungefähr in diesem Aufwand, so 1.500, so ungefähr, 1.500. Und da sind aber nicht nach Entwurf, das wird nicht nach Entwurf berechnet. Es ist mein Anspruch, mehrere Entwürfe zu machen. Wenn ein anderer Dienstleister sagt, ich mache dir einen Entwurf dann und ihr damit zufrieden seid, dann okay, aber ich werde nicht zufrieden. Aber so ungefähr 1.500. Okay. Und da habt ihr alle Rechte daran. Also darauf muss ihr auch bestehen. Also räumlich und zeitlich unbegrenzt. Ihr müsst ein Buyout machen, nicht? Damit das euch gehört. Ja. Sehr gut. Ich glaube, dann können wir weitermachen mit unserem. Ja, Vodafone. Ja, Vodafone. Also vorher war das eine recht, sage ich nicht einfach, aber es war was Klares. Du hast Pakete zu liefern, du schulst deine Franchise-Nehmer und so weiter. Aber hier, Vodafone hat etwas Komplizierteres. Erstmal ist Vodafone an sich etwas nicht, was man fangen kann. Es sind Dienstleistungen, die digital irgendwie über den Äther gehen und so weiter. Das ist schon mal an sich eine schwer zu verstehende Sache. Und wenn Sie dann noch etwas auseinanderfrimmeln wollen und sagen, dieser Bereich ist nur für den und der ist nur für den, dann wird das schwierig. Und dann ist Vodafone gekommen und hat gesagt, pass auf, ich möchte meine Frequenzen splitten für jeden verschiedene, mach mir eine Grafik daraus. Und wie immer, Entwurf A. Da seht ihr, ein Turm, also ein Mast, strahlt mehrere Sachen aus für verschiedene Kategorien, wobei ich weiß, dass er nicht so strahlt, sondern rund strahlt. Nicht? Also, aber da habe ich gedacht, da komme ich in Teufels Küche, das kann ich nicht darstellen. A. B. Habe ich mir so eine Straße vorgestellt, wo da verschiedene Sektoren, verschiedene Streifen für verschiedene, hier ein ganz frecher, schneller Motorradfahrer, der da so weiter, B, C, die verschiedenen Sektoren sind da zirkulär dargestellt und D, ein Blick von oben quasi mit der Drohne, sehe ich auf eine Straße, die hat mehrere Streifen und da erkläre ich jedem dieser Streifen, was er kann und was er will und was er damit erreichen will. Ja? Gut. Jetzt machen wir es wieder so. Wir zeigen euch alle vier und was genau diese einzelnen Streifen sind, müssen wir jetzt hier nicht so ausdiskutieren, aber wenn ihr die Idee habt, also ich will mehrere unterschiedliche Bedürfnisse bedienen, von einem Mast aus, welche von diesen würde euch ein möglicher Ansatz erscheinen?
Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, weil das Thema extrem abstrakt ist. Genau, ich warte noch mal ganz kurz. Ja, Also ja, ja, ja. es schaut so aus. Wir haben wieder einen Favoriten. Und Aha. das ist hier die Option C T. tatsächlich. Und ich sag mal, A, B und D sind eigentlich relativ gleich auf. Na, jetzt setzt sich A und B setzen sich ein bisschen ab und D hängt ein bisschen hinterher. Aha, okay. Also C geführt von Ja, A und B. ja, ja. Meine lieben Kollegen, das sind keine Fangfragen, versteht ihr? Ich will nicht sagen, jetzt habt ihr A gewählt und Ecce Becce, es ist B geworden oder so. Nein, es ist einfach eine Frage, weil ich nicht immer sicher bin, dass das, was der Kunde gewählt hat, auch die beste Lösung war. Ich muss es ausführen. Na gut, also das Ergebnis ist nächste Folie. Keines ist gut. Keines trifft es. Ich habe mir Mühe gegeben, das zu visualisieren, und die Auftraggeber haben gesagt, ja, aber das ist viel zu viel Text, den wir hineinbringen müssen, und vielleicht versteht man das falsch. Also wir sind nicht zufrieden. Wir können nicht. Und dann haben wir gesagt, gut, aber wir können vielleicht eine Animation machen, einen Film machen. Ja, also, ja, kannst du Film machen? Natürlich kann ich Film machen. Also, und jetzt bitte ich Steven, uns den Film zu zeigen, der dabei rausgekommen ist. Und jetzt, ich habe gesagt, ich versuche euch unterschiedliche Herausforderungen zu zeigen, vor denen ich stand. Also, ich hatte das mit Hermes, wir hatten das mit Vodafone, und jetzt sehen wir Mastercard. Mastercard war insofern interessant, dass ihr wisst ja, externe und interne Kommunikation ist nicht das Gleiche. Manchmal berühren sie sich kurz und manchmal gehen sie ganz durcheinander wie hier. Es war für interne Kommunikation gedacht und ist dann auch für externe genutzt worden. Und die Geschichte geht so. Bitte. Ich durfte den Kunden besuchen, also es war 1:1 und ich habe die Skizzen vor seiner Nase dort auf dem Tisch gemacht. Ich habe ein Papier mitgenommen und ein bisschen Stifte mit, und er hat mir erklärt, also es gibt einen Kunden, es gibt einen Händler, jeder hat seine Bank, die Bank untereinander sollen das nicht machen direkt, sondern es muss einen Provider geben, so wie Mastercard und so weiter. Und das hat er mir erklärt und ich habe skizziert, ne? Also so ungefähr. Ja, dann weiter, nächste, zweite, ne, B bitte. Oder so, hier sind mehr der Kunde und der Händler sind da im Mittelpunkt, zentraler. Und unten sind die zwei Banken und rechts ist der Dienstleister. Okay, B, C. Hier sind die Safe, also die Geldschränke im Mittelpunkt, weil zwischen denen geht das Geld hin und her, aber das geht nicht ohne den Betreiber. Und D ist auch so ein bisschen von oben betrachtet. Der kauft ein, der verkauft. Sie müssen zusammen zum Betreiber gehen und der holt sich dann von den zwei Banken das Geld. Jetzt würde ich dich bitten, zeige uns alle vier auf einmal. Und hier auch, wenn du Lust und Zeit hast, können wir noch mal. Yes, da ist das Zeichen. Die Umfrage ist live. Ja, Jetzt also kann die Geschichte ist die. Wie funktioniert das Bezahlen mit der Kreditkarte? Und es gibt zwei Akteure und jeder hat seine Bank, aber die Banken miteinander können nicht direkt, sondern müssen über einen Dienstleister, der eben das mit der Verifizierung und so weiter. Gibt es schon irgendwelche? Genau, ich glaube, ich würde noch ganz kurz warten. Ah, jetzt hat sich's einmal aktualisiert. Schau, da Ja. sagt einer, das ist keine Fangfrage. Das sind keine Fangfragen. Nein, 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 genau, es wurde sich eben nur. Chantal, was denkst du über uns, dass wir so. Nein, wir machen keine Fangfragen. Genau, das hat sich noch auf das Video bezogen, dass ja doch letztlich keine Antwort richtig war. Aber ich glaube, das ist verstanden worden. Ja, aber das habe ich auch gezeigt, weil ich die Auswegslosigkeit zeigen wollte, in der ich war. Ich habe, ja, okay, aber sie hat es vielleicht verstanden, ja, Genau. gut. Und jetzt gibt es tatsächlich auch einen Favoriten und das ist eindeutig B. Und dann Aha. haben wir ein paar Stimmen für A und C. Okay. Mastercard hat das nicht so gesehen wie ihr. Er wollte A und aus der Grafik ist das geworden. Mit relativ viel Text unten, weil das er erklären muss. Und
jetzt kommt das Interessante an dieser Grafik jetzt. Nachdem sie abgeschlossen war, ich betreue meine Grafiken immer am liebsten bis sie, nicht nur bis sie laufen lernen, also bis sie in die Highschool kommen. Nein, also und da habe ich nach ein paar Wochen oder vielleicht 2 Wochen habe ich nachgefragt, na und, wie seid ihr zufrieden, wie ist sie gelaufen, wurde sie hochgeladen auf Portalen, wurde sie gedruckt oder, ja, wir haben ein paar Abdrucke, hat er 8 gesagt oder so. Und da war ich ein bisschen geknickt, weil ich dachte, nur acht Abdruck, ich weiß nicht. Und ihr seid trotzdem zufrieden? Ja, wir sind total zufrieden. Und wieso seid ihr zufrieden, wenn ihr nur 8? Ja, pass auf. Ich habe mit der Grafik ganz viel Zeit gespart, weil immer bis jetzt war es so, dass eine Presseanfrage kam, wie funktioniert das Bezahlen mit der Kreditkarte, muss ich erzählen und Listen schicken und Excel-Sheets und jetzt schicke ich ihm nur die Infografik als PDF und die meisten rufen dann gar nicht mehr zurück, weil sie es verstanden haben. Also, versteht ihr, er hat es für intern gedacht, dann war er für extern, war es sehr gut, weil er die Anfragen lösen konnte. Also nicht immer ist das Ziel viel Abdruck oder viele Reichweite zu erzeugen. Manchmal auch, wie in diesem Fall, was ich nicht wusste, war so ein Nebeneffekt, dass er viel Zeit gespart hat. Das macht mich natürlich glücklich. Nicht? Das macht mich glücklich. Besser geht es gar nicht. Ja. Und ich habe mir sagen lassen, dass die wichtigen Sachen sollen am Ende, gegen Ende des Vortrags kommen. Wenn du nicht weitergehen möchtest. Man sollte nicht übertreiben. Also manchmal kommt vom Auftraggeber, bitte mach mal die Kurve ein bisschen steiler oder mach den Balken länger oder Bullshit. Mache ich nicht. Ich kann nichts dramatisieren. Das ist nicht im Bereich der Infografik. Das ist die Angler, die machen das so, wenn sie erzählen, was sie da gefangen haben. Nicht? Also, und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin Angler. Mach weiter, schau. Und wenn ich einen Fisch fange, dann überlege ich auch oft, zeige ich ihn so oder zeige ich ihn so? Und dann meistens kann ich der Versuchung nicht widerstehen und zeige ihn dann so. Ne? Aber das, beim Angeln geht das und bei Fotos von Anglern, aber in der Infografik nicht. Nicht. Ja. Und jetzt kommen wir zum Allerwichtigsten. Und das merkt euch, meine lieben Kollegen, merkt euch das. Und auch in der Auseinandersetzung mit eurem Chef oder eurem Ober, jeder von uns hat einen Ober, der was zu sagen hat. Und die sind ja immer gescheiter als wir und die sagen was, ja. Und oft sagt, geben diese Vorgaben, dass sie sagen, oh, jetzt geben wir 2000 Euro für eine Grafik aus oder was weiß ich. Und ja, also gut. Wenn wir so viel ausgeben, dann möchte ich, dass das hineinkommt und das und das und das und das und das und das. Und da müsst ihr euch dagegen wehren. Weil eine Infografik wird nicht besser, wenn sie überfrachtet wird. Sie wird nicht besser. Meistens geht sie kaputt. Und als Argumentation habe ich die nächste Folie, die so geht. Mein Lieber, ich werfe dir eine Tomate zu. Und wenn es gut geht, dann fängst du sie. Wenn es gut geht. Wenn ich das aber mit einem ganzen Eimer Tomaten versuche und dir einen ganzen Eimer Tomaten auf einmal zuwerfe, dann kannst du sie nicht alle fangen. Du wirst vielleicht nicht mal eine fangen und das Ganze endet in einer Katastrophe. Das heißt, ja, Infografiken sind teuer, Infografiken machen Arbeit, aber versucht dann nicht, wenn ihr sagt, jetzt habe ich den soweit, dann, dass er mir, wenn ich die voll klatsche mit Infos, noch mehr Infos, noch mehr Infos. Das wird nichts. Und das ist meine Argumentation. Genau diese 3 Folien zeige ich manchmal meinem Kunden, der sagt, aber und hier rechts ist noch Platz. Hier können wir noch eine Statistik. Nein, wir haben schon 3 Statistiken, Herrgott im Himmel. Was soll noch die 4.? Versteht ihr? Also ihr habt jetzt Argumente an der Hand, euch dagegen zu wehren. Ja, und ich denke, das Schöne an solchen Vorträgen ist die Diskussion. Darum bin ich damit jetzt fertig. Ich bedanke mich herzlich und bin sehr gespannt oder freudig, in freudiger Erwartung auf eure Fragen oder Kommentare. Genau.
Dann nutzt gerne nochmal die Chance. Wir haben jetzt noch circa 12 Minuten, bis wir das Ende der Session erreicht haben. Könnt Ja. ihr gerne nochmal eine Frage stellen. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal Anregungen geben. Nutzt ihr dann gegebenenfalls Illustrationen schon in eurer Kommunikation, in eurer internen Kommunikation? Was sind vielleicht auch Anwendungsfälle? Ich glaube, das ist dann auch nochmal ein sehr guter Mehrwert für die anderen TeilnehmerInnen. Ja. Oder wo dachtet ihr, ich müsste was machen, aber ich weiß nicht wie? Oder woher kriege ich die? Oder wer kann mir, ich habe nur bis morgen um 11 Uhr Zeit. Wie? Ja, das sind eigentlich die Fragen, die oft kommen. Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Von was für einer Dauer sprechen wir eigentlich hier gerade bei dem Entstehungsprozess vom ersten Draft bis zum endgültigen Produkt? Wie lange muss man da so rechnen? Wie lange dauert das Ja. im Schnitt? Also manchmal tut es weh, wie bei Hermes. Er hat gesagt, es muss in 2 Tagen fertig sein. Das ist nicht, kann nicht jeder. Das sage ich auch ganz offen. Das kann nicht jeder leisten. Aber im Prinzip würde ich sagen, so 3 Tage müsst ihr rechnen damit. Vorausgesetzt, ihr antwortet dem Infografiker schnell. Also ich hab auch Kunden gerade. Vorige Woche habe ich einen, der sagt, es soll schnell gehen, aber dann schicke ich ihm einen Entwurf und kriege einen Tag lang nichts zurück. Das heißt, was soll ich machen? Soll ich den Bleistift spitzen in dieser Zeit oder was soll ich machen? Also ihr müsst kooperativ sein. Ah, weil, und jetzt, ja, auch was Interessantes, was hätte ich auch sagen müssen. Eine Infografik ist immer das Baby von Papa und Mama, von zwei. Also Auftraggeber und Auftrag Nehmer oder Infografiker, die müssen zusammenarbeiten. Ihr als potenzielle Auftraggeber, ihr seid nicht aus der Schuld, aus der Bringschuld raus. Ich habe den Auftrag erteilt, mach mal. Wie ihr seht, ihr bekommt Entwürfe. Ihr müsst euch für einen Entwurf entscheiden. Das sind noch andere Schritte dazwischen, die ich nicht gezeigt habe. In der Reihenzeichnung gibt es auch noch was. Warum ist die Frau so gezeichnet? Warum ist der Mann nicht anders gezeichnet? Warum ist der Schatten? Und so. Das heißt, ihr müsst schnell antworten, dann kann der auch schnell liefern. Aber mindestens 3 Tage.